Herzlich willkommen am Stuleck zur Skibob-Weltmeisterschaft 2014. Herrliches Wetter am ersten Renntag. 10.30 Uhr Start der Elite zum Super-G der Damen und Herren. Erste am Start Lisa Zaff, Österreich. Sie gilt als absolute Sieganwärterin. Hat in dieser Saison fast alles gewonnen. Vorige Saison WM-Bronze im Super-G, dritter Platz im Gesamtweltcup. Mit Start Nummer 2 die Tschechin Alena Husova. Sehr stark motiviert geht sie ins Rennen, in der Hoffnung, diesen Super-G als Weltmeisterin feiern zu können. Und mit 1:10:82 gelang ihr das auch. Natürlich bin ich sehr zufrieden. Ich mache viel Spaß und heute ist es mir sehr gelungen. Also ich möchte für morgen und übermorgen noch diese Rennen genießen. Die Strecke war super vorbereitet und es war Fairplay für alle. Also ich konnte 100% fahren, ohne größere Probleme. Also es gefällt mir sehr viel. Mit 1:11:57 zweiter Platz für Lisa Zaff aus der Weststeiermark. Zweiter Platz, schmerzt das heute ein bisschen? Ja, ein bisschen schon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin halt hergefahren, weil ich unbedingt Gold holen wollte. Und ja, trotzdem, wenn ich mir die Zeiten anschaue, war es wirklich eine gute Zeit. Und deswegen muss ich einfach sagen, ja, nein, es war super vor. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Die Pisten waren super und ja, morgen muss ich halt Gas geben und ich hoffe, vielleicht haut es morgen hin. Wo glaubst du, was du die Zeit liegen gelassen hast? Bei der Zieleinfahrt bin ich ein bisschen zu hart gefahren und wenn du das ein paar Tore machst, dann ist es halt leider dahin. Im Super-G der Herren gingen die Plätze 1 und 2 an Tschechien, Weltmeister also, Aleš Husa mit 1:07:84 und Pavel Sihacek mit 1:08:54. Dritter Platz mit 1:08:88 ging an den Salzburger Martin Gutjahr. Die Vorbereitungen sind schon gelaufen, jetzt übers Jahr könnte man sagen, waren sehr intensiv. Es hat sich sehr viel getan, es ist sehr viel daran zu denken, von der Eröffnungsfeier zu den Rennen bis zur Schlussveranstaltung und der gesamte Ablauf überhaupt. Es geht ja dabei auch um Nächtigungen, es waren einige hundert Nächtigungen, die in unsere Region gekommen sind und bedeutet natürlich auch eine große Wertschöpfung. Einer der erfolgreichsten im Skibobsport ist ebenfalls nach Spital am Semmering gekommen. Also es ist so, ich fahre dieses Jahr meine 26. allgemeine Weltmeisterschaft, bin mehrfacher Weltmeister, Weltrekordhalter und Weltcup-Sieger. Und ich sage so, es ist einfach ein Riesenspaß, da dabei zu sein und ich hoffe, dass wir wieder noch mehr Jugendliche haben und noch mehr Zuspruch bekommen die nächste Zeit. Apropos Jugend, auch sein Junior ist bereits sehr erfolgreich unterwegs. Dritter Platz im Super-G seiner Klasse. Letztes Jahr bin ich zweimal Schülerweltmeister geworden im Riesentallauf und im Super-G in Gastein. Die Jahre davor bin ich im jeweils, habe ich Medaillen gemacht. Mehrere Medaillen habe ich als Landesmeister, oberösterreichischer Landesmeister. Und ja, heuer bin ich im Jugend-Europacup derzeit Zweiter. Es schaut auch gut aus für den zweiten Platz als Endergebnis. Und bei der Weltmeisterschaft, die jetzt passt, die haben wir als Namen im dritten Platz heute. Und morgen weiteren Erfolgen werde ich damit rechnen. Für das Skiparadies Stuleck, Spital am Semmering, ist diese Skibob-Weltmeisterschaft der Beweis, dass Organisation und Infrastruktur absolut übereinstimmen. Ja, ich glaube, es ist eines der größten, was unser Ort jemals durchführen dürfte.